zuschauen, zuhören. Aber ich freue mich, Walter, 20 Jahre, das ist ein Datum für einen Verein. Und was Vereinsarbeit angeht, das ist mir sehr bekannt. Ich bin auch mehr als 20 Jahre tätig bei uns in Lippe, in Ostwestfalen-Lippe. Und deswegen, wo wir uns kennengelernt haben, hier in Berlin, habe ich gesagt, na guck mal, in Lichtenberg, mit der Kultschule, die Arbeit läuft. Und Frau Bürgermeisterin, wir haben uns schon mal getroffen. Und ich denke mal, die Arbeit, was der Verein leistet, das muss man nur belohnen. Und meine liebe Kollegin Frau Rösch, ich denke mal, Sie vor Ort, alle, die ganze Politik hier vor Ort machen gute Arbeit, unterstützen den Verein. Aber die Akteure sind Sie. Diejenigen, die anpacken, ehrenamtlich anpacken und was aus dem Ganzen machen. Ich war bei der Versammlung einmal dabei, wo die Bürger, Nachbarschaftsbürger dazu kamen. Da denke ich, naja, jetzt geht's los, jetzt kommt die Streiterei. Nein, die haben zusammengepackt, die haben geplant, die haben gesagt, wir wollen wir tun und machen. Und beim Subotnik, sogenannte Aufräumaktion, Subotnik kennen Sie wahrscheinlich. Ja, ja. Aufräumaktion. Da waren alle. Einer hat nicht einen Spaten, der andere hat gefegt, gestrichen. Ja, das heißt, in Lichtenberg passiert was, die Bürger wollen was und vor allem hier 20 Jahre tut auch was. Und ich denke mal, die Pläne, was ich gehört habe für die Zukunft, stehen und das wird sich noch weiterentwickeln. Deswegen alles, alles Gute. Für die nächsten 200 Jahre. Heini, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr froh, wirklich persönlich, dass du dabei bist. Du bist für uns alle für ein Vorbild. Und das war's da auch. Und deshalb vielen, vielen Dank, dass du diesen weiten Weg auf dich genommen hast und bist zu uns gekommen. Vielen Dank. Zugverbindung ist gut.